ob die noch zu retten sind? 110 Jahre sind sie alt. Robert Vetter will die Wasserradschaufel noch nicht aufgeben. Er bringt sie nach Immenstadt, zu einem Autolackierer. So, hallo, das wäre die. Jo. Das sind 39 solche Schaufeln. Das Material wird da schon aufgespaltet, weil der Rost drückt die zwei Materialien auseinander. Man muss halt aufpassen, dass nichts kaputt geht. Besorgt schaut er beim Sandstrahlen zu. Wird er die alten Schaufeln überhaupt noch einmal verwenden können? Wie werden sie ausschauen, wenn der Rost weg ist? Der Mühlenspezialist ist erleichtert. Einwandfrei. Gut. Für die alten Schaufeln wird Robert Vetter ein neues Rad bauen. Eine knifflige Aufgabe. Zum einen ist es natürlich die auf den ersten Blick simple Technik, die aber im genau genommen überhaupt nicht simpel ist. Da sind auch schon manche heutige Ingenieure dran gescheitert. Im winzigen Allgäuer Nest Langenwang bei Sonthofen hat Robert Vetter eine Werkstatt gepachtet. Hier hat er genug Platz, um das Mühlrad für den großen Auftrag zu bauen. Vetter ist gelernter Schreiner. Woher hat er das Wissen und Können, ein Mühlrad zu bauen? Erstens einmal war mein Vater noch gelernter Wagner. Daher habe ich eine gute Grundvoraussetzung und ich habe mich als Kind halt schon früh genug interessiert. Gibt es überhaupt noch Mühlenbauer? Der Beruf ist heute genauso wie Wagner oder Küfer so gut wie ausgestorben. Da kommen Urlauber wie diese aus Stuttgart schon mal ins Spekulieren. Für eine Banke wird es zu schmal, ja, zum Sitzen, aber ich weiß nicht, kann man es nicht vorstellen. Was das ist? Ja. Aha. Die meiste Füße. Was ich vermute, Werbetafel. Dürfen wir fragen, was das wird? Ein Wasserrad. Ein Wasserrad? Ja. Ah, jetzt schau her. Super. Arbeiten vor Publikum. Sehr gut. Ja, das macht so nichts, aber bei komplizierten Sachen will ich lieber mal Ruhe. Weil da hat man schnell einen Hund drin. Es sind ja sowieso keine Kunden, sage ich jetzt einmal. Und die Arbeit ist sehr diffizil. Wie gesagt, wenn ich da einen Fehler mache, es ist ja kein Billigauftrag, wenn dann irgendwo das Wasser rausspritzt, wo es jetzt soll. Eine Schaufel nach der anderen will er genau an die vorgezeichneten Stellen setzen und schon mal die Löcher für die Befestigungsbolzen bohren. Alles nur zur Probe. Bei stolzen 4,60 Meter Durchmesser zerlegt er das Rad später wieder, um es leichter zur Mühle transportieren zu können. Das Wetter muss ich jetzt ausnutzen. Das ist schon ein Haufen Arbeit. Jetzt habe ich gerade die Hälfte Schaufeln angebohrt. Die müssen dann durchgebohrt werden. Dann muss ich die Stahlreifen so weit herrichten. Das ist noch viel Arbeit. Unterdessen in der kleinen Stadt Engen im Landkreis Konstanz. Die Gaugelmühle. Als Getreide- und Sägemühle wurde sie schon vor über 600 Jahren erwähnt. Derzeit wird für die Gaststätte ein Pächter gesucht. Doch nicht nur der fehlt. Auch das Wasserrad fehlt. Und das alte Mühlengetriebe dreht sich nicht, auf das die Gäste beim Essen schauen könnten. Nur die Blumen kommen jeden Tag frisch in die Vase, falls ein Interessent vorbeischaut. Das einzige Foto der Gaugelmühle, aufgenommen etwa um 1900. 30 Jahre stand das Wasserrad still. Danach sah es so aus. Zusammen mit Robert Vetter hat Ulrich Klaus, der Mühlenbesitzer, das vermoderte Rad ausgebaut. Vom alten Wasserrad, das Teil, das haben wir aufgehoben. Da sieht man, wie da der Zahn der Zeit dran genagt hat. Also ich schätze, dass 100 Jahre ist, eher älter. Ulrich Klaus hat die Mühle 1981 gekauft. Dass sie wieder richtig klappert, das ist der größte Traum des Ingenieurs. Deswegen hat er Robert Vetter beauftragt. Das ist gut.
Derzeit wird noch alles Wasser aus der Quelle am Rad vorbeigeleitet. Robert Vetter wurde Ulrich Klaus als Mühlenarzt empfohlen. Ich habe immer das für übertrieben gehalten. Aber das ist wirklich so, das ist ein Arzt. Der muss breite Kenntnisse auch haben. Das sind viele Kleinigkeiten. Und wenn er am Anfang was nicht in Ordnung hat. Jeder falsche Millimeter in der Mitte an der Metallrosette verursacht außen an den Schaufeln gleich ein paar falsche Zentimeter. Ich muss ganz genau stimmen. Und die alten Rosetten sind auch nicht so genau. Die letzte Strebe sollte jetzt in die Originalrosette vom alten Wasserrad passen. Passt natürlich. Im Haus ist das alte Sägewerk von 1898. Gucken wir mal, ob es packt, oder? Ah, jetzt kommt es auf Touren. Bis jetzt läuft es gut. Robert Vetter ist nicht nur der Arzt der Wassermühlen, auch Sägemühlen gehören zu seinen Patienten. Er liebt den Geruch von frisch gesägtem Holz und ist schon etwas stolz. Die Säge habe ich letzten Endes wieder zum Laufen gebracht, da habe ich den Antrieb unten eingebaut auch, weil das war vorher nur halb erhalten, ja. Jetzt funktioniert wieder alles so wie früher, als noch das Wasserrad die Säge antrieb. Wäre da nicht dieser kleine Elektromotor? Doch bald soll wieder Wasser aufs Rad fließen. Robert Vetter macht die ersten Drehversuche, hat die alten Lager genau im Blick. Was er nicht weiß, drinnen in der Gaststube versucht Ulrich Klaus auf eigene Faust am Getriebe zu drehen. Unheil kündigt sich an. Ich muss hier aufpassen, durch das könnte ich jetzt normal drehen. Ah, das geht jetzt zu schwer. Warte mal, wenn ich hier mache, so, dann habe ich eine andere Übersetzung. Ja. Ah ja, dann läuft es mal, oder? Das ist dann der Höhepunkt. Draußen lässt sich das Rad immer schwerer bewegen, klemmt am Ende ganz. Was ist da los? Oh, drum hast du. Irgendwas geht nämlich jetzt schwer draußen. Da oben, da hat sich jetzt das ganze Flugrad verstellt. Darum ist jetzt der Sickelstück. Aber ich habe mir gerade draußen am Wasserrad gedacht, warum lässt sich das nicht mehr drehen? Da ist mir jetzt nichts tun. Weil vorher habe ich da nämlich schön drehen können am Wasserrad. Hätte ich doch nicht drehen sollen. Sollte immer die Hände im Hosensack haben. Ja, sieht so einfach aus, ist es aber nicht, die Technik. Irgendwas hat sich da jetzt total verändert. Jetzt sind Sie ja wie ein richtiger Mühlenarzt. Ja, aber da habe ich keine Zeit dazu. Was der Mühlenbesitzer nicht wissen konnte, Vetter hatte für die Restaurierung einige Lager des Getriebes aufgeschraubt. Die blockieren jetzt. Einzige Möglichkeit, Holzkeile unterschieben, um die Lager wenigstens provisorisch wieder flott zu bekommen. Jetzt ist es gelupft. Jetzt dürfte es normalerweise gehen. Gar nichts mehr. Schwer, aber sie bewegen sich wieder. Der Mühlenbesitzer atmet auf. Und Vetter kann sich draußen dem Boden vom Rad widmen.
Die 39 samtgestrahlten Schaufeln hat er schon montiert. Fehlt noch, die letzten Bretter mit Löchern versehen und unter die Schaufeln nageln. Das ist eine ganz andere Arbeit wie im 21. Jahrhundert, wo man mit modernster Technik und solche Sachen kann man mit der modernsten Technik nicht machen. Gibt es irgendwo noch eine Unwucht? Prüfender Blick auf die Achse. Für das Ehepaar Klaus geht ein großer Traum in Erfüllung. Es ist der Abschluss, die Krönung, sage ich mal. Die Krönung der Mühlen, unserer Mühlengeschichte. Dank Robert Vetter, dem Mühlenarzt.